Moller, du Ich hab Trimax hier, die beiden fucken mich füreinander schon wieder geschickt. ab. Ihr müsst jetzt Wir alle spielen den wieder Krieg gewinnen, Minecraft. verrottet wieder. Revi ballert Ja, immer wir brauchen richtig ins wieder. Intro rein, so wie wir es Geil. mögen. Ich bin letztes Mal gestorben, erstmal eine Sache finden. Ich hab Bock auf ganz viele Farmen, aber ich bin sau lost, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Ey, wollen wir Spark dazu holen? Squad-Stream-Einladung annehmen. Ich mach Squad-Stream. Ich hab schon einen angenommen. gemacht, Romata. Ich war zuerst Nein. dran, du hättest das Maul machst. Du Dann kommst komm jetzt ich halt allein nicht auch in rein. meinen. Komm ich halt nicht rein. So, und jetzt können alle dich flamen. Jetzt werden dich alle flamen dafür. Warum willst du mir der Ja. Erste sein? Lass mich doch mal den Leader sein. Lass mich doch. Gib mir das doch einmal. Warum? Was Du hast willst doch du mit dem Leader sowieso. machen? Gönn Ich will ihm doch einfach. einfach. Gönn ihm Gönn doch. mir doch einfach mal. Lass mich doch einfach mal. Hat jemand noch eine Enderpearl zufällig, Romata? Ich hatte Nee, ich irgendwo hab eine, keine aber die ist Enderpearl. gelöscht. Wie, die ist gelöscht? Gelöscht. Wie Du geil, Alter, Scheiße, Revi, Alter, das Junge. ist so geil, Alter. So geil, ich liebe dich, Extrem ne? Die geil. ist gelöscht. Ich bin so geil. Ich bin so nicht auf Max Seite, aber das ist einfach witzig. Oh, ah, nee, das ist jetzt gar nicht so geil. Naja, whatever. Botmax, Junge! Was denn? Nee, ist stark. Was mache ich? Was ist denn? Nichts. Oder kann man XP davon mal ein Farm. paar klatschen? Dann kann ich mir zumindest eine Lederrüstung machen. Ansonsten buddel ich halt für eine Eisenrüstung, aber wenn ich Oh, Revi! Stark! Wir haben ja auch noch Eisen für dich. Komm mal her, hier sind Ja, ich noch. wollte gerade sagen, wenn ich eh nicht so lange da bin, weiß ich nicht, ob es dann eine Eisenrüstung lohnt, ne? Ja, du kannst sie anziehen und dann wieder auf. Ab, weißt du, was ich meine? Du kannst ja Ja, okay. deine What? Ich bin tot! Gastaufbaukiste. Oh, Junge, Alter! Alles klar. Ich war Level 19. Das ist wieder mal gelogen. Das ist komplett gelogen. Der, ich bin jede Folge 8-mal im Spawn. Also es ist nicht so Ey, kompliziert, hör ich mal auf, hier denke mal. rumzulaufen. Ich dressiere gerade eine Katze, du Penner. Hallo? Ich dressiere die Katze. Ich dressiere die Katze. Du hast kämpft. Ich dressiere die Bin ich Katze mit schon meiner Leute, Axt. Leute, 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 behalte jetzt den um mich. Ich schlag dich so kaputt, Ich Alter. dressiere die Katze richtig, Wie Alter. mit einem Fisch. Ich hab einen Fisch in der Hand, aber dieser scheiß Trimax, der riecht nach Fisch und die rennt vor dem weg, weil er so stinkt. Wegen der Axt rennt sie Lass weg, weil dich. sie Du nicht musst dressiert werden möchte von langsam der Axt. vorsichtig Ja, ransneaken mit versuche dem ich ja. Fisch Dieser in der scheiß Hand. Trimax rennt mir hinterher mit seinem blöden Fisch. Hau ab Fisch jetzt! Skin. Sneaken. Mit Sneaken dem Fisch musst in der Hand. du. Du musst mit der Axt Vorsichtig. Mann, sneaken. guck mal! Du scheiß Penner, ich bring dich jetzt um, Du Alter. musst mit der Axt und dem Fisch dich ransneaken. So kann man die Wenn ich einmal Katze zähmen. schließe. Zack! Du Hörst du kleiner das? Das sind Wichser. Jetzt. Zähmgeräusche. Ey, ey, ey! Ey, ey! Ey, Junge, ich war Level Oh, 15! geil, geil war er nicht, ja. Der kann ja auch nicht der 15 gewesen sein. Doch, wegen der Revis geilen Farm. Was Okay, machen die jetzt Spark. schon wieder? Du kannst Revi helfen mit der Goldfarm. Ich dressiere so lange die Katze mit der Axt. Eieieiei. Was sagst du dazu, Revi? Lass meine scheiß Ich kann Katze dich zwar nicht killen, aber ich kann deine Katzen killen. Ich kann deine Kühe killen. Ich kann deine Rinderschafe killen. Rinderschafe? Das ist ja ganz komisch, was er da gezüchtet hat. Also, Okay. die würden jetzt automatisch geerntet werden, wenn sie wachsen und fallen unten rein. Also entweder du möchtest das benutzen, dann musst du halt gucken, dass du vielleicht hier unten einen Trichter platzierst, was dann eingesammelt Muss ich wird mich und von dann unten weiter dadurch reinbuddeln? Nee, ne? Das Du war kannst da jetzt Leute, reinbuddeln. Es das war fließt ja kein kein Wasser Bias. runter. Das Problem ist nur, dass der Boden noch aus Sand ist. Unter Umständen ist das ein bisschen doof, weil der dann gleich absackt. Aber du kannst doch jetzt für die Wartungsarbeiten einfach, wir können das Wasser wegmachen. Lass einfach mal das Wasser eben kurz wegmachen. Aber der Boden Dann. würde doch nicht einsacken, wenn ich ihn direkt da runterbaue, oder nicht? Ja, ist egal. Mach den aus Stein dann einfach oder aus Sandstein. Da haben wir ja ganz viel von. Den So, und Boden dann aus einfach in jede Sandstein? Ecke ein Wassereimer rein. Ach, Spark, lass ihn einfach seine Erfahrung machen. Das ist auch wichtig für ihn. Holz Was ohne Rinde oder mit? Mit Rinde. Holzstämme. Chat schon wieder am Lügen hier, könnt ihr schon wieder ausrasten. Irgendwann schlage ich euch alle zusammen und werde eure Eltern finden. Und Und am dann? Dorffest. Na, ja, dann werde ich mit denen reden, was für asoziale Kinder die haben. Verständlich. Weil so geht's ja wohl Musste ich nicht. jetzt noch eine Höhe gehen? Bin ich gerade dumm? Höhe, ne? Einstein Kannst Höhe, du machen, Kacke. musst du nicht. Dann geht ja schnell. Das Problem ist halt, wenn ich Nee, jetzt ist auch falsch, runterfalle. Alter. Ist falsch mit dem Smoker. Wenn ich jetzt einen runterfall, bin ich halt tot, ne? Oh mein Gott, 5 Kakteen, das ist geil! Es löppt! Das ist so geil, was ich hier mache. Ich muss 127 anschauen. Block Nummer 127. Dann weiß ich, dass ich Das ist von unten insane dran schaue. geil. Also wow, das ist, glaube ich, die Folge, mit der ich am meisten Spaß habe und Romatra am wenigsten. Ruhe. Ich habe übel Spaß gerade. Ich liebe es ja einfach. Hä? Also jetzt mal, was ist mit dir? Ich liebe es ja einfach zu strippen, man hat übel Laune. Ich weiß nicht, wieso du jetzt so bist. Ja, alles gut.
Nee, sag doch jetzt okay. Mal, komm, lass aussprechen. Dann habe ich hier eine schöne Fläche gefunden zum Hochgehen, tatsächlich eine schöne Fläche. Ich möchte halt, dass du deine Eisenfarm baust. Diamanten, ich habe Diamanten gefunden. Max, du darfst gar nicht mehr mit mir reden, ich habe Diamanten gefunden. Ich möchte gerne, dass du deine Eisenfarm fertig machst. Ja, ich auch, aber das konnte ich nur machen, weil ich... Also, streng genommen, die alte Eisenfarm funktioniert. Der hat es ja zweite gemacht mit einem Zombie, ne? Naja, streng genommen. Sind das nur zwei Diamanten? Ich wollte mich gerade so doll beschweren. Das ist der schlechteste Diamant-Chunk, den ich je gesehen habe. Wie wenig kann man Diamanten finden? Was ist der kleinste Chunk, den man finden kann? Eins oder zwei. Okay, dann habe ich doch nicht den schlechtesten. Ich habe nur fast den schlechtesten. Scheiße, bin ich enttäuscht. Was, ja, dann können wir jetzt oben eine Farm machen. Was, wie lange machst du schon YouTube? Seit 2011. Halsmaul! Also wie geil! Ich bin hauptberuflicher Minecraft-Spieler seit 2011, also seit 8 Jahren. Wie geil! Du hast schon ein 8-jähriges YouTube-Jubiläum gefeiert. Ja. Digga, das feiere ich halt unnormal, ne? Das feiere ich halt richtig. Hast du das letzte Mal Minecraft-Sex? Noch nie. Bei 8 Jahren Minecraft hauptberuflich? Jupp. Was also gut, ich habe studiert, aber seit Anfang des Jahres bin ich fertig und mach's jetzt sozusagen Vollzeit hauptberuflich. Wie lange hast du denn studiert? Ich denke, du bist 27. Naja, 14 Semester. Was hast du denn studiert? Welches Fach ist das? Public? Nee, Informatik habe ich studiert. Aber ich habe halt natürlich nicht so viel Energie ins Studium gesteckt, wenn ich nebenbei halt YouTube und Stream gemacht habe. Safe. Ne? Safe. Aber ich habe es durchgezogen und beendet und jetzt bin ich praktisch endlich frei und kann so viel streamen und Videos machen, wie ich will. Alter, wie geil. Alter, das ist aber brutal. Also Respekt, dass du durchgezogen hast. Ja, muss man. Also ganz ehrlich, ich habe schon angefangen und was wir anfangen, mache ich auch zu Ende, von daher. Ja, okay. Richtig. Du hast dich halt ein bisschen drin abzubrechen. Okay, YouTube geht durch, bist gerade im, keine Ahnung, dir fehlen noch ein paar Module, bist im, ja. Also ich habe komplett im dritten Semester musste ich abbrechen. Ja. Obwohl, da lief auch schon, da hätte ich auch schon von leben können. Du irgendwas studiert hast, was hast du für ein Abi gemacht? Ich war insane, Alter. Ich war insane. Geil. Gefällt mir richtig gut. Dein Abitur, sag's. Darüber reden wir jetzt nicht. Oh, sag deinen Abischnitt. Sag dein Abischnitt und sag, wo du deinen Abischnitt gemacht hast, das ist auch wichtig. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und es war auch während der Schule, ich hatte entweder Fächer, wo ich richtig krass war, ich habe mich zum Beispiel in Biologie, Neurowissenschaften prüfen lassen und habe da auch... In Kunst warst du richtig gut, gell? Nee, in Kunst war ich shit. In Musik, Kunst, die ganzen Free-Noten, da habe ich reingeschissen, Religion, das kannst du dir nicht vorstellen. Sport auch schlecht, oder? Nee, ich war im Sportprofil tatsächlich. Also wir hatten auch Fünfkampf und so ein Bums. Das sieht aus wie ein Minecraft-Skin. Ja, genau, das ist das Gute. Ich hatte Fünfkampf, Digga, Diskus werfen, Kugelstoßen, Speerwurf, muss ich nur angucken und das Ding fliegt 60 Meter weiter. Ich habe mich Leute durch die Disco geworfen. Ja, Disco werfen. Und dann habe ich studiert und auch einige Fächer, die ich ganz beschissen fand, da habe ich reingechoked, wie Stochastik, bestanden, aber nervt halt. Aber tatsächlich in Wirtschaftspsychologie, was ich auch studiert habe, Psychologie, nur 1,0 und 1,3 geschrieben. Nicht so wie Chef Strobel, der studiert das gleiche und kriegt es nicht gebacken. Der wird ja niemals fertig, oder? Der wird niemals fertig. Scheiß Langzeitstudenten, Alter. 4, geil. Scheiß Langzeitstudenten, ich hasse jeden, der länger als 8 Semester studiert. Er ist im dritten. Ruhe. Du hältst das Maul. Sei leise. Was hast du denn gemacht, Revi? Ich baue gerade die Villager-Farm, du Asozialer. Ich meine, ausbildungstechnisch mäßig. Aber fand ich auch gut. Immobilien? Immobilienkaufmann. Was hast du für einen Abischnitt, wenn du mich schon so angegriffen hast? Aber was war denn jetzt dein Abischnitt? Fang ruhig an, Mein Abischnitt war 2,7. So. Ja, ist okay. Ich hatte 2,9. Ist voll bad. Ist voll gut. Also ohne Witz, für die Zeit, in der ich Schule gelernt habe, ich hab eigentlich die ganze Zeit gechillt und dann am Ende... Same. Ne? Ich habe nur Merkzettel kopiert und dann immer von anderen die Merkzettel kopiert, auswendig gelernt, dass... Ja. Das Wichtigste ist halt, was auch, du im Zeugnis stehen hast, nicht was in... Auch manchmal, auch ehrlich gesagt, die Merkzettel nicht mal gefragt, sondern einfach aus dem Ranzen genommen und abfotografiert gemacht, weil die mir die irgendwann nicht mehr geben wollten. War mir egal, habe ich mir einfach genommen. Oh, das ist geil. Oh, fuck it. Illegal. Das ist voll illegal. Brutal illegal. Klingt echt sehr illegal, lass das mal lieber. Und die Playlist hier ist aber auch Tomorrowland 2007, oder? Mit den EDN-Drops hier, Alter. Das ist zum Kotzen. Hörst du Musik? Natürlich höre ich Musik. Bin ich ein Bot? Ich höre auch die ganze Zeit Musik. Noch nie Musik gehört im Stream. Junge, ich verstehe das auch nicht, Alter. Alle gucken sich das an. Nein. Kackstimme die ganze Zeit an. Kotze. Kackstimme. Ja, kann ja nicht jeder so eine geile Stimme haben wie Spark. Boom. Hallöchen, ihr Schnitzel. Genau so. Rumatra, machst du das auch?
Humana, du klingst einfach so scheiße. Du klingst, Digga, kennt ihr aus Shrek diesen kleinen Lebkuchenmann, der alle nervt? So redest du, Sumatra. Wie geil, wie sehr hat das gerade gepasst, Revi? Genommen, Alter, komplett. Sumatra, aua. Scheiße, Mann. Ganz schmerzhafter Burn, wirklich. Der ging richtig tief ins Knie. Kennst du diesen kleinen Lebkuchentypen, diesen Keksmenschen, der alle nervt? Der keinen Arm, der nur ein Bein hat, der Genau, das ist Sumatra. Der wohnt bei seinen Eltern. Ekliges Drecksloch, ja, weil seine Eltern auch stinken. Oh, ja. Die stinken, hab's dir schon gesagt. geil. Gucken deine Eltern auch den Stream? Nice. Nein, meine Eltern akzeptieren das nicht. Falls sie den Stream gerade zuschauen sollten, dann sagt ihnen, dass sie stinken. Die ekligen. Oh Mann. Ich sag ihnen, Max hat gesagt, ihr stinkt, okay? Ja, oder so. Kennen die Crymax, deine Eltern? Natürlich nicht, Alter. Die kennen keinen von euch. Ihr seid so irrelevant in der Erwachsenenwelt. Boah. Das ist krass. Was, das stimmt nicht. Ich war schon so auf dem Fernsehen, das kannst du nicht sagen. Du bist ja, einmal. Oh, Max, Alter. Max, wir kommen auch zusammen ins Fernsehen. Das wissen die Leute noch nicht. Wir dürfen das nicht. Darf man das schon erzählen? Nee, man darf ja nur, wir können ja nur sagen, dass wir ins Fernsehen kommen. Ich war total oft schon im Fernsehen. Nein, warst du gar nicht. Wo denn? Top 10 die hässlichsten YouTuber, was? Ich bin immer bei Run Esports, weil ich so ein Esports-Dude bin. Eine Sache noch, die vielleicht noch fehlt, und zwar, wenn Kakteen abploppen, dann können die auch zur Seite fallen und die landen dann hier auf der Kante von oben und nicht ganz im Wasser. Oh, dann müssen wir noch von außen Glaskasten holen. Sau, guck mal jetzt. Aber ist gut geworden, ne? Ja, ist gut geworden. Ich will nur noch Glaskasten holen, damit die auch wirklich alle Wasser landen und nicht auf der Seite auf der Kante. Ich nehme mal so. Aber bisher ist die Produktion shit. Also wie viel muss ich das nochmal bauen? Nee, pass auf, ich meine nur hier, dass du hier so ein Glaskasten also rumbaust. Ja, mache ich. Aber, Warte, Revi, komm nochmal her. Ja. Warte. Weißt du, was auch, komm mal her, weißt du, was auch geil ist? Aber so viele Kakteen kommen ja nicht, ne? Nee, wie gesagt, was halt wächst, das wächst. Aber du kannst jetzt noch richtig hochbauen und mit der Zeit kommt da richtig viel. Die Anzahl der Pflanzen ist schon die Menge, die du hast ja gesagt, es wächst nur so weit, wie man sehen kann. Ist damit nur die Weite gemeint oder auch die Höhe? Im Prinzip ist die Höhe mit drin. Also, das ist ja ein Chunk und ein Chunk wird in der Regel geladen bis zur maximalen Bauhöhe, soweit ich weiß. Also, du kannst das eigentlich so hoch machen, wie du willst. Und dann regnest du. Nimm dir was von meinem Kuchen, kein Problem, nimm dir was. Ja. Junge. Achso, ich hab keinen Hunger mehr. Also, ich kann gar nicht essen. Ja, dann lass ich den hier liegen, ne? Ja. Dann kannst du jederzeit wieder hingehen und kommen. Genau. Auf welche Höhe farm ich? Auf Höhe 10 immer. Weil die Lavaseen auf der Höhe 11 sind und wenn man AFK ein bisschen nach vorne buddelt, dann tappt man nicht aus den Lavasee rein, sondern man sprudelt vor. Also deswegen nehme ich immer geil. Revi hat gesagt, ich soll auf 11 machen und du hast wieder den besseren Tipp. Das ist so geil. Das ist so geil. Scheiß. Wie sauer macht's dich? Komm. Feier das so. Ich dachte so, yo, Romatra, wir sind beide lost. Komm, lass mal Minecraft anfangen, holen wir jetzt einen Pro dazu, Revi. Dann ist Revi 10 Warte Folgen mal, lang der Pro. Maul. Auf einmal kommt Spark. Moment, stopp. Und der ist viel besser. Komm, wir gehen hin. Und Romatra, hey, wir beide, wir spielen jetzt Minecraft. Meinst du, das ist genau so gelaufen? Hey, mach mal einen ruhigen jetzt hier. Sag mal, Digga, was ist denn hier los? Dein scheiß Kanal, der lebt doch. Du hältst was den Mund davon. Was talkst denn du hier schon wieder? Penner Max, Junge. Penner Arsch. Arsch also Max. Ich will ja nicht die Show stehlen, ja. Ja, ich weiß. Nee, tust du nicht. Mir stiehlt keiner die Show. Ich hab Revi schon 1000 Fragen gestellt. Der labert nur Scheiß und nie stimmt was. Ja, aber I get shit done. Im Gegensatz zu dir, Assi-Kopf. Ich bin richtig stolz auf dich. Wenn ihr möchtet, kann ich Warzen für euch anpflanzen, noch ein paar. Scheiß, Max, Alter. Züchte die Warzen weiter im Intimbereich und talk mich nicht voll. Oh. Okay. Bevor dann mich die Trend komplett fertig gefragt, es geht. Es ist manchmal schwierig, auf alle gleichzeitig zu achten. Ich weiß. Ja, die anderen beiden sind ein bisschen dumm. Ich geh in den Nether, hau rein. Nein, tust du nicht. Bin drin. Wir sind drin. Halt dein Maul, du gehst nicht in den Nether. Ist das denn... Ist das Tor schon aktiviert? Ja, die anderen beiden sind ein bisschen dumm. Nee, aber jetzt ist ein Block drüber. Jetzt oh mein Gott! Oh Martha, du bist so lost! Sag, dass du lost bist! Oh Gott, wie peinlich!
Alter, das war das Schlechteste, was ich jemals von einem Minecraft-Spieler gesehen habe, wirklich. Zum Glück bin ich ja Minecraft-Spieler. Huch, nein, der ist wieder rausgehüpft? Was zum Geier, wieso ist der rausgehüpft? Ja, wegen Lumatra, wegen der riesen Explosion hier unten. Nein. So spielt man gegen die. Du hast ihn auch üben. Stopp, bitte Leute, bitte. Nein, jetzt. Oh, ich hab's verkackt, warte. Er ist wieder aus dem Kessel rausgehüpft. Ja, wann geht denn das? Was denn? Der ist mir aus dem Kessel wieder rausgehüpft. Was mache ich jetzt? Ja, hier zur Seite hoch. Stopp, Seite. Nein! Nein. Einfach seitlich hochhüpfen. Ich box ihn einmal. Nein! Da rein. Nee, der kann einfach allein wieder raus. Na gut. Ganz kurz erklären, was eine Workstation ist. Naja, also alle Dorfbewohner haben einen oder können einen Beruf annehmen, abhängig davon, welche Workstation sie in der Umgebung haben. Neben den Farmer, also wenn du einen Komposter setzt, dann wird der Dorfbewohner zu einem Farmer. Wenn du einen Lesepool setzt, wieder zum Librarian. Wenn du einen Amboss setzt, wieder zum Schmied und so weiter und so fort. Oder ein Smithing Table. Und je nachdem, welche Workstation du setzt, kann dein unterschiedlichen Beruf haben. Und das ist auch schon der einzige Hintergrund. Und Dorfbewohner haben einen Tagesablauf. Die sind morgens am Arbeiten, zwischen 2000 bis 9000 Ticks. Und bis von 9000 bis 15000 treffen sie sich in der Dorfmitte und quatschen. Leute, ich wäre jetzt tatsächlich auch raus. Es ist gleich 12. Fuck. Ich möchte aber gerne, dass ihr das noch fertig baut. Darf ich sowas fordern von Rumatra? Ich baue das auf jeden Fall noch fertig hier. Also ich mache das so, also ich gehe nicht, bevor die nicht alle drei einen Beruf haben, alle drei den Beruf behalten und diese scheiß Eisenfarm endlich funktioniert, gehe ich nicht schlafen.